28-jährige Florian Aysat fährt seit 2003 für die italienische Nationalmannschaft. Zunächst startete er in allen Disziplinen. Seit einem Waden- und Schienbeinbruch im Dezember 2009 konzentriert er sich jedoch hauptsächlich auf den Riesentorlauf. In seiner Karriere brachte er es auf insgesamt 70 Weltcup-Einsätze. Zu einer Top-10-Platzierung reicht es zwar noch nie, zweimal wurde er aber Elfter, im Vorjahr beim Saisonauftakt in Sölden und vor 5 Jahren bei der Superkombination in Wengen. Im letzten Winter belegte er in der Riesentorlauf-Weltcup-Wertung den guten 22. Platz. Seine größten Erfolge feierte Aysat im Europacup mit dem 2. Platz in der Gesamtwertung 2006. Insgesamt gewann er in der zweitwichtigsten Rennserie 9 Rennen, alle im Riesentorlauf. 3 Siege feierte er vor seinen Fans in St. Vigil in Enneberg. 2005 setzte sich Aysat vor Michael Gouffler und dem Franzosen Fanarat durch. Det Ligeti wurde 7. Das Jahr darauf siegte er vor Omar Longhi und Manfred Mölk. Und 2009 bezwang er den Franzosen Aubert und den Österreich Björn Sieber. Alexis Pinturault wurde in diesem Rennen 13. 2006 und 2011 gewann Aysat auch zweimal den Italienmeistertitel im Riesentorlauf.